So, und damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Wir sind hier jetzt in dieser Folge, in der letzten Folge stehen geblieben, haben die Dark Against, nein, Defense Against Dark Arts, also Verteidigung gegen die dunkle Künste, Stunden abgesessen und somit für das Trimagische Turnier vorbereitet. Okay, und wir sind jetzt hier auf dem Hogwarts-Gelände. Okay, hier können wir nicht hin. Okay. Ich hätte hier durchaus auch, Back again, eh? And there are still several shields to collect. Okay, wir müssen 10 Minischilde einsammeln. Okay. Das sollte machbar sein. Ah, okay. Okay, wo wollen wir das hinpacken? Ah, okay, ich seh's. Ups. Nein, das wollte ich nicht. So, Wingardium Leviosa. Jetzt müsste es nur noch höher und dann da. Perfekt. So. Ja, das ist. Run! Vollidiot. Ja. Kriegen wir das hier hin? Danke, Hermine. So, okay. Gut, dann klettern wir hier hoch. Ist nicht dein Ernst. Run! Ist doch nicht dein Ernst. Okay, ich dachte, wir hätten da ganz normal hochklettern können, aber. Ja, wir bekommen den Block auch nicht weiter hoch. Ist der einzige Weg. Mein Freund. Ah, ja, okay, hä? Ja, warte. Warum kann ich... Ich habe jetzt nämlich kein... Ach so. Okay. Ich muss alle. Ja, das... Ha! Okay. Wir haben jetzt ein Secret Triwizard Shield bekommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ist jetzt jedenfalls nicht das Schild, was wir gesucht haben. Aber gut. Ja, das ist doch schon mal sehr schön. Aber in dieser Folge würde ich sagen, dass wir nochmal den ein oder anderen Schild suchen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal aufs Gelände. Und dann nehmen wir, glaube ich, mal Hermine. Ja, okay. Ja, wie gesagt, dann nehmen wir jetzt, glaube ich, mal Hermine. So, wir könnten jetzt, glaube ich, in den verbotenen Wald. So, aber ich bin mir sicher, dass es hier noch welche, noch hier ein paar Schilde gibt. Mindestens dieser... So. Mindestens, die Minischilde, die wir ja sammeln können. Wird ja mutiger. Ja, okay. Okay. Aber ein Minischild bekommen wir nicht nochmal. Das ist interessant. Okay.
So. Hier natürlich Wingardium Leviosa. Nein. Aha. Wir uns hier selbst damit um. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir hier alles runterwerfen. Ich bin meiner Meinung, dass das sehr gut ist. Okay, also. I think you'll find this next creature interesting. Ja? Interesting? Interesting? There's no way that can be good. So, öffnen wir mal hier das Tor. Interessant. Achso, dann scheint es wirklich so, dass einige Bohnen uns sogar Leben zurückgeben. Ha. Ja. How could it move? Komm. Nee. So. Können wir das nochmal ein bisschen. Ja. Sehr schön. Ich glaube, wenn man perfect cast, also alles hier perfekt zu uns ziehen, dann ist das, glaube ich, umso besser für die Wertung am Ende. Wie gesagt, wir müssen ja hier, sehen wir das hier? Level Info. Ah, okay. Ach so, okay. Es kann sogar sein, dass wir hier über das ganze Spiel 10 Minischilde sammeln müssen. Okay. 5 Dragon Statues, okay. Ah, okay. Ja, und wie gesagt, ne, hier haben wir halt erstmal die Charms und dann hier die Zauber. Von daher, die wollen wir ja weiter voranbringen. Leute, will mir einer helfen? So. Oh Gott! Watch out for the dogs! I'm trying to. Pass the jigs. Ja, machen wir. Guardian Leviosa. Sehr schön. sehr gut, okay. Also mit Carpe Retractum können wir das hier an uns binden. Ja. Ah, zieh! Sehr schön. Okay. Und hier haben wir einen zweiten Minischild. Okay, vielleicht müssen wir doch hier in diesem ganzen Level die Minischilde sammeln. Wahrscheinlich. Ja. Gibt's dann. Ich weiß nicht. Aua! Komm her! Sehr schön. Okay, das, Nein! Nimm das Ding hier vorne! Nein! Nimm das Ding hier vorne! So! Du machst hier nix! So! Sorry, Ro... sorry, Ari. Ja. Machen wir es so. Ja. Nein. Das habe ich gebraucht. Mist. Ja, mit einem Herzen ist es so ein bisschen blöd. Okay.
Daraus wird wahrscheinlich nichts. Einfach nur, um hier den Zauber zu wirken. Bringen wir das mal darüber. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber bringen wir mal das hier runter. Sehr schön. Wie verbessert man seine Zauber? Genau, man wirkt sie. Nein. Ja. Das dachte ich mir. Okay. So. Okay. Now. Ja, löschen wir mal das Feuer. Ich möchte ja nicht nochmal da reinrennen. Gut. Ja, und jetzt der hier noch. Warum machst du das überhaupt? So, nimm mal hier die Bohnen mit. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Hupsi. Ist hier hinten noch einer? Ja. Der ist wiedergekommen. Ist doch nicht dein Ernst. Nö, damit will ich nichts zu tun haben. Kommt Leute, wir hauen ab. Wir hauen hier ab. So, okay. Hier haben wir nichts. Harry? Da bist du. Gut. I thought duck box were bad enough. But those things. Okay, hier haben wir das dritte Schild. Von 10 waren das, glaube ich. Ja. Can we get out of here? You need to stop worrying so much, Ron. Ich glaube, das waren 10, die wir sammeln müssen. Ah, oh, sehr schön. Leben. So. Ging das von alleine aus? Ich glaube nicht. Nee. Mist! Oh nee. Ich komme noch nicht mit denen klar. So. Bringen wir die so einfach um. Okay. So, nein. Komm, gib mir den Kürbis. Der mir nichts bringt, weil ich... Oh. Was zur Hölle ist hier los? Müssen wir einfach... Können wir hier überhaupt... alle ausschalten? Ich bin mir dem nicht so ganz sicher. Ich glaube, da kommen einfach immer mehr. Okay, wenn meine Begleiter sterben, dann ist das nicht so ein Problem. Die können ruhig sterben.
So. Aber das ist nicht so cool, wenn ich hier sterbe. Ja, genau so. Ja, Ron, kein Problem. So. Na? Ist das nicht dein Ernst? Okay. Okay. Einfach draufhauen. Wie viele sind denn hier noch? Wingardium Leviosa. Erstmal hier ein bisschen stunnen. Okay. Nee, da kommen. Ich bin mir sicher, dass da einfach immer mehr kommen. Okay. Hilft mir irgendeiner? Leute! Wir müssen das Feuer löschen! Kommt! Ah! Ist das schön! Okay, wir haben hier alles, glaube ich, erledigt. Gut, dann nehmen wir das Schild. Okay. Gut. Ah, okay. Yay, wir sind jetzt able. Ja, nee, ist, yay, wir sind jetzt kompetent. Okay, eine Vanishing Card haben wir nicht. Aber gut. Wir machen dann in der nächsten Folge einfach mal weiter. Und zwar im verbotenen Wald. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.